Hallo und herzlich willkommen zurück zu Valley, einer neuen Folge. Wir haben ja beim letzten Mal aufgehört. Ich bin ein bisschen raus, muss ich sagen. Es ist ein Weilchen her, wo wir es gespielt haben. Was steht denn? Es ist gerade etwas hell hier. Ich mache das mal ein bisschen dunkler hier. So, ich glaube, so ist, glaube ich, schon ein bisschen gemütlicher, ne? So, ich weiß gar nicht, hatte ich das mit Chat gespielt oder ohne? Ich glaube, ich hatte es ohne Chat gespielt, ne? Ach, ist ja auch jetzt egal. So. Yeah! Und wir kriegen, glaube ich, ein neues Upgrade. Yeah! Geil, cool. Habe ich es gerade richtig gelesen? Ein... developed pushrod pistons will allow pathfinders to achieve an unprecedented velocity. By energizing the tunnel rails, the leaf suit should conduct enough energy to reach immense speeds. War das gerade... Ich weiß, ihr müsst ein bisschen ein Nachsehen mit mir haben. Ich habe die Steuerung nicht mehr drin. Oh! Tschüss. So, wie gesagt, ich bin ein wenig raus. Ich sitze auch vollkommen falsch. Ich bin total unvorbereitet. Ich habe nämlich gerade noch. Ja, genau so. Genau, ich spiele jetzt so. Hallo Freunde und herzlich willkommen zur zu Valley. Schön, dass ihr allen eingeschaltet. Es gibt so Leute, die sitzen so vor dem Mikrofon. Es gibt da so gewisse Leute, da habe ich schon mal zugesehen, die sitzen dann so vor dem Mikrofon und zocken dann so. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir spielen mal. Es ist ein wenig gruselig und es ist ein wenig laut. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man es mir hören kann. Alter, ich muss mal ein bisschen hier. Das ist... Ich bin zu dick. Ich sollte etwas abnehmen. Ich bin total unvorbereitet. Man merkt es mir Gott sei Dank nicht an. Warte mal. Man merkt es mir Gott sei Dank nicht an. Ich war gerade noch ein bisschen shoppen, kann man sagen. Ich habe nämlich Good News. Aber dazu kommen wir später zu den Good News. So. Huch. Run on the... Was? On the rail to travel faster. Your engine will... Okay. Yeah! Wie renne ich denn? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das wird nicht gut gehen. Ach du heiliger Strohsack. Boah, wie cool. Yeah! Ich bin der Terminator! What the fuck, Alter? What the fuck? Yeah! Alter, wie geil das ist! Huch! Ich krieg die Kurve gar nicht. Boah, wie geil das ist, Alter! Wow, wow, hallo! Frame Rate! Yeah! Oh Gott! Oh Gott! Für dich habe ich keine Zeit. Da war gerade ein Gegner. Boah, wie geil, Alter. Geht nur noch die Knight Rider Musik. Wow. Alter. Alter. Das auf LSD-Trip. Boah, ist das spannend! Ja! Also damit hätte ich jetzt mal am allerwenigsten gerechnet, dass sowas passiert, aber ey, das ist schon irgendwie geil. Überleg mal das mit VR, Alter! Yeah! Boah, das würde ich gerne mal in VR spielen, das ist bestimmt voll geil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das schaffe ich niemals. Das schaffe ich niemals. Doch, schaffe ich. Geronimo, ich kann fliegen! Und dann noch diese dramatische Musik dabei, wie geil das ist. Huch, da war gerade mal
kurze Ladesequenz. Das Spiel musste nachladen. Alter. Uah. Okay, hören die Schienen auf. Oh Gott, wir wissen ja, schwimmen können wir nicht. Eieieiei. Boah, geil. Feier ich, muss ich ganz ehrlich sagen, feier ich voll. Ah, das ist so geil, wie hätte ich nicht gedacht. Hier, die Bioshock-Gedächtnisröhre. Uah, uah. Ich hätte eigentlich selbst um die Kurve. Nein, macht man nicht, okay. Ich muss selber lenken. Na, bleib doch, nein, das. Nein, oh Gott, nein, nein, das. Nein! Okay, und jetzt? Okay, jetzt die Spannung raus. Komm ich irgendwie. Ja, ich schaff noch. Ja. Kommt noch Bassdrum-Solo. Alter, geil. He-Man! Oh Gott, was denn jetzt? Hallo Lexchen, willkommen, ihr beiden. Willkommen zur Let's Play Live Show und zur Valley. Alter. Yeah. Hallo Freunde. Boah, das in VR, alter Schwede. Muss ich die jetzt alle erledigen? Sieht aus wie eine Halfpipe hier. Wo muss ich denn hin? Oh Gott, 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 oh Gott. Ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht an, da. Boah, wie cool das war. Alter Schwede. Okay, wo muss ich hin? Boah, ich will, dass das ganze Spiel so weitergeht. Das macht ja voll Laune. Okay, hier kann man Energie tanken. Ich glaube, wir müssen hier runter. The explosion yielded 20 kilotons of TNT energy. I know I can outmatch this at greater efficiency, but time is running out. I am ordering a 300% increase in production to meet quotas for a megaton blast yield produced in 3 days' time. But of course, our trump card lies in the Thanatos cannon prototype under development. Its power, unlike anything Oppenheimer could possibly fathom. With this technology, we'll become the closest thing to gods the world has ever seen. Ich glaube, der Reaktor gibt so langsam den Geist auf. So. Und ich hoffe, heute läuft alles mit dem Stream. So. Lalalala. Oh Gott. Wenn jetzt Gegner kommen, ich weiß gar nicht mehr, wie man an. Wie greift man denn nochmal an? Achso, okay, alles klar. Warte mal, können wir hier was... Achso, das war ja auf Englisch, ne? Meine englischen Fachkenntnisse, ihr wisst es ja. Door Entrance. Oh Gott. Will ich wissen, was dahinter kommt? Ich weiß es nicht. Eie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 
Genau. Juckt schon wieder die Nase. Warte mal, ich mal da unten nochmal gucken. Alter. Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert? Ich habe das Bedürfnis, dass jeden Moment um die Ecke einfach dieser Knubbelklaus wieder kommt. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Bei Soma, der Knubbelklaus. Ich habe die Befürchtung, dass er gleich jeden Moment hier auftaucht und so. Und mich erschreckt. Achso, apropos erschrecken. Ja, es wird definitiv heute Horror geben. Für die Leute, die sich fragen, wird es denn heute Horror geben? Ja, wir werden auf jeden Fall noch die Resident Evil 7 Demo werden wir nochmal weiter unter die Lupe nehmen, da es ja letztes Mal so grandios eingefroren ist. Und wir werden Joe's Diner werden wir auch weiterspielen. Also pickepacke voll heute. Also heute, wenn alles glatt läuft, alles gut läuft, alles stabil, dann wird es heute ein lustiges Ründchen. Okay, ich schaue mich ein bisschen um. Ah ja, okay. Ich glaube, wir müssen noch. Reaktorstatus. Okay, Soma. Da oben steht ja sogar Soma. Das ist wahrscheinlich der Plot-Twist daran, an der ganzen Geschichte. Soma Facility. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Hallöchen. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. So. Und auf YouTube auch, hallo. So, ich habe heute mal den Chat an. Ich habe eine ganz schlimme Befürchtung, was den Reaktor angeht, aber ja, lass uns mal überraschen. So, hier haben wir ein Knöpfchen, das drücke ich mal. Oh Gott. War das eine gute Idee? Was? Es ist still geworden hier. Ganz schön still. Hm? Von wo kam das denn jetzt überhaupt? Okay, huch. Oh, ich sollte vielleicht mal... Entschuldigung. Ich soll vielleicht mal mein Telefon ausmachen. Nein! Was? Was ist das denn? The Lifeless? Was? Das ist ein Alien-Ei. To take... Was? Live Seed? Live Seed Evolution with energy that preset what to eat. More testing needs to could be further. Warning, Solar Reactor deactivated. Fuel Astra? Boah, Alter, wie geil das aussieht! Alter, für einen Indie-Titel! Alter Schwede. Achso, im Übrigen, das habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt. The second facility built within the valley, named Toll, jetzt quatsche mir dazwischen. Was in unison with Soma. The valley's orbs are harvested at the Astra facility, which then cycles through the Soma reactor to be amplified and returned to Astra for weapon creation. The two facilities are interdependent on each other, like yin and yang, to maintain a balance. Yeah, yes, of course, yes, of course. Achso,
Ich habe das total vergessen zu erwähnen. Ich habe am Anfang des Let's Plays, habe ich auch gesagt gehabt, es erinnert ein bisschen an, also so ein bisschen an, meinte ich, komme jetzt drauf mit den Anzeigen, so ein bisschen an, The Vanishing of Ethan Carter. Aber, also es erinnert von der Schrift her dran, das ist schon richtig, aber die Macher, ob man es glaubt oder nicht, das sind die, die Entwickler, das sind die Macher von Slender. Ja, man mag es gar nicht glauben, aber das ist wirklich, das sind wirklich die Entwickler von Slender. Die Blue Island Studios. Das ist, ich habe so ein bisschen Angst, dass hier noch was kommt, was, erschreckend ist, aber wir lassen uns überraschen. Also es ist wirklich von den Entwicklern von Slender. Man mag es nicht glauben. So, gucken wir mal. Aber das mit dem, mit dem Rennen vorhin, das... Was ist das denn? Alter. Habe ich mich jetzt erschrocken. Was ist denn? Habe ich es gerade noch gesagt? Wo kommen die Stimmen her? Im Moment erinnert es an Silent Hill. Ja, auch. Und an Soma. Irgendwie. Aber es ist wirklich, es sind wirklich die Slendermacher. Und da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass, wir vielleicht noch Besuch bekommen. Wo ich nicht weiß, was es ist. Und vor allem, was war das gerade da? Was da so blau vorbeiflog. Ich, war das ein Weihnachtsbaum oder? Hallo? Oh. Wer ist das? Was tut das? Ist das ein Horrorspiel? Eigentlich glaube ich nicht. Was ist das? Was tut es? Ich will da nicht hingehen. I don't know. I don't know what the hell what is. Alter, ich muss hier weg. Ich scheiß mir in die Hose. Alter, oh, das ist kein Horrorspiel eigentlich. Es ist eigentlich nur so ein Action-Adventure-Dingen. Alter, aber wenn man schon hört von den... Jetzt habe ich das noch erwähnt sogar von den Slendermachern. Auf einmal kommt so ein scheiß Kackvieh. Alter, und ich weiß doch gar nicht, wann das Spiel zu Ende ist. Oh, scheiß mir in die Hose. Ja, zum Thema Horrorspiel. Ja, Roman, ich grüße dich. Hallöchen. Willkommen. Boah, das war aber auch, Alter. The Descent. Habe ich gerade die Trophäe erhalten? Oh, Gott sei Dank. Sind wir draußen? Nein, sind wir nicht. Wir sind immer noch hier. Ach, die schon wieder. Ja. Ach, noch mehr. Ach so, ja. Hallo. So, erstmal hier Energie ziehen. Bleib hier, Alter. Ich will meine Energie wieder haben. So. Da können wir Energie unendlich... Nicht ins Wasser fallen. Wir wissen ja, schwimmen kann er nicht. Ne? So. Ja, da lachen die beiden, ist klar. Kann ich mir schon denken. Warum muss ich sowas eigentlich immer spielen? Ich weiß gar nicht. Ich meine, es sah interessant aus von den Bildern. Aber ich mag sowas. So war das bei The Vanishing of Ethan Carter, war das hier genauso gewesen. So ein ganz normales, weißt du, so ein, ach ja, so, du bist ja hier einer, der muss alles rausfinden und tralala, weißt du, und dann irgendwann kurz vor Schluss des Spiels kommt so eine Horrorpassage. Alter. Womit du am allerwenigsten rechnest, weißt du, das ist so geil. Aber das kommt wirklich gut an. Boah, geil, Alter. That must be Astra. Okay, da müssen wir hin. As a precaution, we cannot allow
Astra to operate without a link to Soma. Otherwise, it will pull energy indiscriminately until it has robbed life from the entire valley or even the entire planet. There should be enough energy within Soma's auxiliary reserves to sustain the link for years. However, if the link to Soma is ever disrupted, Astra will need to be shut down immediately. Guck mal, Polarlichter. Oder nee, Nordlichter, glaube ich, heißen sie, ne, oder? So. Ich hoffe, dieses Dingen ist verbrannt worden, was da war. Ich will das nie wieder sehen. Find a way to shut down the disables Astra Facility. Oh Gott, da ist noch eine Facility. Oh, wie war denn das nochmal? Okay, ich probiere es mal. Also mit R2, okay. Das wird so schief gehen. Das wird so schief gehen. Oder auch nicht. So. Muss auch mal wieder geölt werden, die Klappe. So wie meine. Nein, ich muss... Nein! Oh Gott. Wir verlieren wieder ein Blatt von unserem Baum. Wo ich immer noch nicht weiß... Ja, ja. Wo ich immer noch nicht weiß, was es bedeutet. Okay, wir probieren es nochmal. Ich muss ja gedrückt halten, ich Schlaumeier. Oh Gott. Überleg mal, die Menschen könnten so hoch springen. Boah. Und auch so schnell rennen. Da bräuchte man kein Auto mehr. Und kein Flugzeug. Wo geht's heute hin? Ach, ich spring heute mal nach Spanien. Yeah. Was war's denn? Was war das? Das war nur ein Bär. Wir sind ja hier irgendwo in der Wildnis, ne? Das war nur... Oh, guck mal, ein Häschen. Das war bestimmt der Hase, der hat Hunger. Warum? Sven, du hast voll was verpasst.